Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich wieder die große Freude, einen großen Arzt, einen bekannten Arzt, einen Physiker, der über 40 Jahre auch eben als Mediziner tätig ist, zu interviewen. Und zwar geht es einfach darum, was hat er persönlich gemacht, um so gesund zu sein in seinem heute, glaube ich, er ist über die 74 Jahre jung, so gesund zu sein. Was hat er richtig gemacht? Wie empfiehlt er eine Ernährung für Sie und für mich? Und das möchte ich fragen, den Dr. Karl J. Probst. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Probst. Vielen Dank, Herr Glock, wie immer. Freut mich sehr. Sehr gerne. Ja, diese Frage kommt auf YouTube ja immer wieder. Die Zuschauer fragen immer wieder, ja, wie ernährt sich denn der Herr Dr. Probst? Weil, wenn ich da 100 Wissenschaftler hier habe, habe ich 100 verschiedene Sichtweisen. Es ist manchmal echt schwierig. Ja, jetzt sind Sie ja sehr naturverbunden, deshalb hoffe ich, dass ich nicht 30 verschiedene Sachen schlucken muss. Ja, das ist richtig. Also ich bin durch die Gnade Gottes, muss man einfach mal so sagen, in jungen Jahren auf die Rohkost gestoßen. Also eigentlich muss man sagen, wenn Sie es jetzt biblisch angucken, da steht im Philippa, glaube ich, Philippa Kapitel 2, Vers 12, da steht geschrieben, alles wird Gott, das Wollen und das Vollbringen. Also wenn wir eine Eingebung haben, dann ist das nicht aus unserer eigenen Intelligenz, sondern von irgendeiner höheren Warte eben gesteuert. Und in der Tat, die Rohkost, das war mir schon vor über 40 Jahren klar, die Rohkost hat etwas ganz Geheimnisvolles an sich. Und zwar, wenn Sie mal die Tiere angucken. Wer braucht eigentlich einen Arzt? Das sind nur die Menschen und die Haustiere, die eben Kochkost, das eben die normale Speise da bekommen. Die Wildtiere, die also roh, nicht roh macht froh, der alte Spruch, zu sich nehmen. Die brauchen keinen Arzt. Also das war eben das Entscheidende. Und wir wissen auch heute, warum die Rohkost gut ist. Da gibt es also inzwischen unzählige wissenschaftliche Befunde. Habe ich ja auch in meinen Büchern genau dargestellt. Da darf ich einfach mal darauf hinweisen, gerade die drei letzten Bücher, warum nur die Natur uns heilen kann, eben und der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit und Energieschub aus dem Meer, da habe ich das umfassend auch mit sehr vielen Bildern eben dargestellt, dass der gemeinsame Nenner ist eben eine anti-entzündliche Diät, also nicht entzündungsauslösend, sondern entzündungshemmende Diät zu sich nehmen. Und da ist an erster Stelle natürlich dann zu sagen, dass wir wenigstens 70-80% sollten wir roh zu uns nehmen. Wie gesagt, roh macht roh. Und dann sind noch einige weitere Dinge zu beachten, damit die Entzündung gar nicht erst in uns eben Fuß fassen können. Und da kommen wir eigentlich auch zu der Grundphilosophie. Jedes Mal, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, müssen wir, warum essen wir überhaupt? Wir essen, weil wir Energie produzieren müssen. Ohne Energie gibt es kein Leben. Aber um Energie produzieren zu können, müssen wir essen. Wenn wir aber Nahrung assimilieren, dieser Assimilationsprozess, dieser metabolische Stoffwechselvorgang, der erzeugt eben freie Radikale. Und freie Radikale, wie wir das heute nennen, oder oxidativer Stress, wie es genannt wird, das ist ein anderer Ausdruck für die Tatsache, dass wir kleine Feuerchen, kleine Entzündungen im Körper erzeugen. Und der Trick besteht nun darin, dass diese Entzündungen nicht überhand nehmen. Und da hat nun in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Ernährungswissenschaft Ungeheures geleistet eigentlich. Wir wissen heute, welche Ernährungskomponenten machen eben diese Entzündungen und bewirken dann Alterungsvorgänge, Krankheitsvorgänge aller Art, eben die Verblödung, die ja normalerweise vollkommen normal ist, ab einem bestimmten Alter. Seltsamerweise, die werden immer jünger, die Alzheimer-Patienten. Mhm. Also schon mit 50, 60 geht es häufig los, eigentlich eine schreckliche Situation. Aber das sind eben diese chronischen, schleichenden, subklinischen Entzündungen, die wir willentlich, wissentlich oder auch nicht eben zu uns nehmen. Und wie gesagt, das können wir jetzt im Einzelnen nicht besprechen. Ich möchte nur auf einige wenige Dinge, die in der Literatur bis jetzt sehr unbekannt geblieben sind, hinweisen. Aber darf ich noch ganz kurz? Ja. Sie selber sind Rohkostler. Das heißt, Sie essen kein Fleisch, kein Fisch. Ja, oh, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Fangen wir mal damit an, in der Tat, dass man eben zumindest vegetarisch leben sollte. Auch darüber gibt es inzwischen sehr viel Information, nicht zuletzt von diesen sogenannten Siebente-Tages-Adventisten. Die Siebente-Tages-Adventisten, die wurden ja vor etwa 150 Jahren gegründet. Da war diese Ellen G. White,
also weiß auf Englisch white, die war die Prophetin und die hat dann gesagt, Jesus habe ihr gesagt, man soll kein Fleisch, keine tierischen Produkte essen und so weiter. Ob das stimmt oder nicht, brauchen wir uns jetzt nicht zu unterhalten. Aber Tatsache ist, dass in den Vereinigten Staaten gibt es ja Millionen von diesen Menschen. Etwa die Hälfte der Siebente-Tages-Adventisten, die Lehren ihrer privaten Prophetin Ellen White eben befolgen und sagen, wir essen keine tierischen Produkte mehr. Die andere Hälfte, die nimmt noch tierische Produkte zu sich. Und man kann sagen, im Übrigen sind die ja wunderbar miteinander vergleichbar, ja, als Glaubensbrüder sozusagen. Nur die einen essen halt noch tierische Produkte und die anderen nicht. Und da gibt es insgesamt über 200 wissenschaftliche Studien, hochqualifizierte, wunderbare Studien, kontrollierte Studien, eben auch prospektive Studien, um festzustellen, ist da ein Unterschied feststellbar zwischen den verschiedenen Ernährungsformen? Und da kam also hochdramatisch raus, eine der ersten war vor 20 Jahren schon, 25 Jahren etwa, dass eben diejenigen, die keine tierischen Produkte zu sich nehmen, eine Lebenserwartung haben, die etwa um 13 Jahre länger ist als die anderen. Es gibt so gut wie keinen Krebs, kein Rheuma, kein Diabetes, diese ganzen chronischen Krankheiten, alleine durch die Tatsache, dass wir vegetarisch anfangen zu leben, haben wir schon ein ganz großes Plus, muss man einfach sagen. Aber wenn ich jetzt da diese ganzen Entzündungsprozesse sehe, die auch aus Fleisch oder aus Fisch oder aus Eiern und ausgelöst werden, kann ich das nicht irgendwie mit einer Gegensteuern, dass diese Entzündungsprozesse gestoppt werden? Genau, das ist jetzt die Frage, das wollte ich jetzt nämlich erzählen. Wir müssen schauen, welche Lebensmittel oder Nahrungsmittel erzeugen vor allem diesen oxidativen Stress, also dieses Feuerchen. Mhm. Und das ist ja dann die logische Fortsetzung, wo ein Feuerchen ist, da gibt es Asche und die Asche wird dann im Körper eingelagert. Das habe ich auch, wie gesagt, alles sehr präzise, Punkt für Punkt in den Büchern expliziert, damit die Menschen das verstehen. Diese Asche wird eingelagert und diese Einlagerung dieser Schlacken, die bewirkt dann eine Minderversorgung mit Sauerstoff, der chronologisch, kumulativ über das Leben sich eben immer stärker ausprägt und dann die Grundursache aller Krankheiten ist. Selbst von Krebs, das ist ganz fundamental wichtig, damit die Menschen auch die Angst verlieren. Gerade jetzt habe ich wieder einige Krebspatienten zu behandeln gehabt im Coaching und das ist ja ein Schock für die Leute. Oh, Krebs, das ist das Todesurteil. Nein, in dem Moment, so wie Jesus sagt, geh hin und sündige nicht mehr, wenn wir anfangen, normal zu leben, und das ist halt die schlimmsten entzündungsfördernden Dinge zu meiden, und das sind halt nun mal die tierischen Produkte in der Tat, dann wird alles gut. Das ist ganz erstaunlich. Und natürlich die Generalformel, gerade bei Krebspatienten, wäre Fasten. Ein mehr oder weniger langes Fasten. Und wenn es nur ein paar Tage sind, vielleicht eine Woche Fasten. Und schon ist die schlimmste, das ist ein Signal sozusagen. Wir haben ja einen inneren Arzt, ja. Also es gibt den äußeren Arzt und jeder Mensch, wir brauchen gar keine äußeren Ärzte im streng genommen, sondern unsere Stimme, wenn wir nur mit uns eine liebevolle Beziehung aufbauen würden, dass wir die Stimme unseres Herzens vernehmen, dann bräuchten wir gar nicht. Dann würden wir merken, das sehen Sie bei den Kindern noch ganz wunderbar. Die kleinen Kinder, die haben das nicht. Die kommen nach Hause, ich will nicht essen. Ja, hast du Fieber? Nein, ich will halt einfach nicht. Die haben noch das. Und die törichten Mütter, muss man ja leider sagen, die treiben das dann den Kindern aus. Ja, du musst ja aber essen. Wenn du nicht isst, dann wirst du nicht wachsen und lauter solche Dummheiten. Und dadurch verlieren wir als Erwachsene mehr und mehr diesen Zugang zu unseren inneren, tieferen Schichten. Also dieser innere Arzt, der sorgt dafür, dass wir dann über ein Kurzfasten vielleicht mal 24 Stunden nichts essen und schon ist alles wieder gut. Am nächsten Morgen kommen die Kinder wieder und alles ist wieder im grünen Bereich. Und wenn Sie die befragen, ja, was hat dir gefehlt? Mir hat nichts gefehlt. Ich wollte halt nicht essen. Ja? Und das wäre eigentlich so die Generalformel. Also wie gesagt, wir müssten schauen, dass wir die entzündungsfördernden Valenzen, die müssen zurückgedreht werden. Und da kommen wir zu den ganzen alten Sprüchen eigentlich der alten Ärzte. Nicht, wenn es am besten schmeckt, soll man aufhören, oder voller Bauch studiert nicht gern. Ist klar, je mehr wir hier oben reinstopfen, das muss ja alles verstoffwechselt werden. Und da gibt es dann eben diese oxidativen Valenzen, dieser oxidative Stress, der uns dann mehr und mehr verschlackt. Diese Asche wird eingelagert und
Das wissen wir heute, das sagen ja eigentlich jeder Schulmediziner inzwischen, dass für alle Arten von Erkrankungen das Übergewicht ist ein absoluter Risikofaktor, der wichtigste Risikofaktor überhaupt. Also diejenige, die jetzt zum Beispiel nach der Broca-Formel, kann man das genau berechnen, was wäre das Idealgewicht? Das muss ja immer nur angepasst werden, weil der Durchschnitt darf ja nicht alle, wir dürfen ja nicht alle als krank etikettiert werden. Aber im Grunde genommen sind die allermeisten Menschen total übergewichtig. Also ich kann es vielleicht ganz kurz erklären. Die Broca-Formel, die lautet wie folgt. Also Körpergröße minus 100, nehmen wir mal an, ein Mensch mit 180 Zentimeter wäre also 180 minus 100 gibt 80. Und von dieser Zahl 80 nehmen wir jetzt 20%, das wären 16. Das heißt, 80 minus 16, das wäre 64 Kilogramm. Das wäre das Idealgewicht eines Menschen, der 180 Zentimeter hoch ist. Natürlich, jetzt in den letzten Jahren sind wir alle übergewichtiger geworden. Deswegen hat die WHO ja die Formel geändert. Es ist jetzt nicht mehr minus 20, sondern nur noch minus 10%. Und es wird ernsthaft diskutiert, dass diese 10% auch weggeschnitten werden sollen. Also das Idealgewicht ist dann also ihre Körpergröße 180. Dann ist 80 Kilo, also minus 100, das ist dann 80, das Idealgewicht, das vielleicht in Zukunft kommende Idealgewicht, ist natürlich vollkommener Nonsens. Und in all den über 40 Jahren, die ich jetzt arbeite, habe ich immer und immer wieder beobachten können, wenn die Menschen jetzt nach dieser Methode Dr. Probst, da müssen Sie auch nachgucken, wir haben ja auch schon Filme darüber gedreht, dann kommen die ganz mühelos, ohne Anstrengung, zu genau diesem nach Broca definierten Idealgewicht. Und dann fühlen die sich einfach top, die fühlen sich innerlich wirklich wohl. Aber darf ich das vielleicht noch mal ganz kurz eben, was ist jetzt besonders entzündungsauslösend? Wir haben schon besprochen, das eine, das wäre Fleisch, Vorsicht mit allen tierischen Produkten. Und der zweite Punkt, und das haben wir eben auch im Vorgespräch schon kurz gehabt, was wirklich ein bisschen erschreckend ist, wenn man die ganzen vielen Ernährungsphysiologen und Ernährungsfachleute eigentlich weltweit anguckt, das hat niemand auf dem Radar. Und zwar bei den Ölen die sogenannte Linolsäure. Das müssen Sie mal nachgucken. Linolsäure, das ist eine zweifach ungesättigte Omega-6-Fettsäure. Omega-6 bedeutet, die erste Doppelbindung, die ist am sechsten Kohlenstoffatom. Deswegen ist es halt eine Omega-6. Es gibt die Omega-3-Säuren und die Omega-6-Säuren. Die Omega-3, die sind eben als ganz gut angesehen. Die Omega-6 sind nicht unproblematisch, weil die Linolsäure, die wird eben enzymatisch umgebaut in die Gamma-Linolensäure und die wird dann ihrerseits umgebaut in die Dihomo-Gamma-Linolensäure. Das ist eine dreifach ungesättigte Fettsäure, die auch sehr wichtig ist für den Stoffwechsel. Das sind diese sogenannten Eicosanoide, also diese Serie 1 Eicosanoide, die sind eben sehr gut für uns förderlich, aber haben das große Problem, dass die auch umgebaut werden können in die Arachidonsäure insbesondere, das ist eigentlich die wichtigste von diesen ganzen Stoffwechselwegen. Und da haben ja die meisten schon gehört, Arachidonsäure, die ist proinflammatorisch. Also nochmal zur Erinnerung, der Leitgedanke muss sein bei unserer Ernährung, dass wir alle entzündungsfördernden Maßnahmen so gut und Ernährungen vermeiden. Und das ist diese Arachidonsäure. Das heißt, wir müssen gucken, und da kommen ja dann die berühmten Dinge, das Kurkumin, darüber habe ich ja auch ein Buch geschrieben, wenn sich irgendwelche Zuschauer für meinen kostenlosen Newsletter abonnieren, dann kriegen sie dieses wunderbare Buch auch geschenkt. Das Kurkumin, das verhindert, dass eben diese entzündungsfördernde Arachidonsäure gebildet wird, sondern dann bleiben wir bei der bei diesen Serie 1 Eicosanoiden, die also entzündungshemmend sind, ja. Dann eben natürlich auch das Sesamin, also in dem Sesamsamen haben wir auch diese genauen, diese entzündungsfördernde Komponente. Es geht halt um so kompetitive Stoffwechselwege, die eben vermieden werden müssen. Und dann natürlich die Omega-3-Linolensäure, die müsste halt auch, die ist auch eben ein Gegenspieler von der Arachidonsäure. Also, es geht jetzt darum, wir müssen gucken, so wenig wie möglich Entzündung im Körper aufrechtzuerhalten. Und das wollte ich eigentlich sagen, vielleicht das ist das Zentrum, möchte ich fast sagen, das ist eben diese Linolsäure. Und da spannenderweise, könnten Sie mal nachlesen, ich habe mir es extra rausgeschrieben irgendwo,
Und zwar in Wikipedia. Wikipedia ist ja sonst eine sehr mehr als zweifelhafte Informationsquelle, gerade wenn es um naturheilkundliche Gedanken geht. Aber das haben Sie richtig, das müssen Sie mal nachgucken. Wenn Sie unter dem Stichwort Linolsäure gucken, also die Linolsäure, das ist eben diese komische Fettsäure. Und die kommt nämlich in fast allen Ölen, die uns eben auf dem Markt begegnen, vor. Zum Beispiel das viel gepriesene Distelöl. Distelöl hat bis zu 81% von der Linolsäure, die also uns direkt eine Entzündung beschert. Nicht Linolsäure ist doch, diese Distelöl ist doch angeblich so furchtbar gut. Oder Sojaöl, 57%. Dann Weizenkeimöl, 62%. Maiskeimöl, 62% von dieser entzündungsfördernden Linolsäure. Also Vorsicht, Vorsicht. Also was wir am besten nehmen könnten, das wäre das Kokosöl von 1 bis 2,5% an dieser Linolsäure und Olivenöl bis 20%. Das wäre auch noch tolerierbar. Aber alle anderen, Sonnenblumenöl zum Beispiel, 75% Linolsäure, Kürbiskernöl 63%. Also hochdramatisch, muss man sagen. Und das ist, wie gesagt, eine Komponente oder ein Lebensmittelbestandteil unserer täglichen Ernährung, der vollkommen unter dem Radar der ganzen Ernährungsexperten eigentlich ist. Also ist Leinsamenöl und die gute Butter auch aufgeführt? Ja, natürlich, eben. Das ist auch relativ gut. Also mit Leinöl haben Sie bis zu 18%, Hanföl etwa 50% Linolsäure, Traubenkernöl 78%. Also da fallen Sie in Ohnmacht, wenn Sie das hören. Und man muss sagen, ich habe das auch erst vor einigen Jahren angefangen, mich mit diesen Dingen zu befassen, weil man übernimmt das ja nicht. Also Olivenöl ist ja furchtbar gut und gerade Distelöl, nicht, das wird ja auch so als gesundheitsfördernd gepriesen. Auch das Hanföl. Ist ganz problematisch, weil es halt sehr viel Linolsäureanteil hat. Auch das Hanföl. Ich habe immer gedacht, Hanföl ist eine Ausgeglichenheit zwischen Omega 6 und Omega 3. Aber wenn ich jetzt das ist richtig. Aber eben, es ist eben diese 50% Linolsäure. Aber das dann ist es ja entzündungsfördernd extrem, oder? Mit so viel Linolsäure. Ja, das meine ich ja. Dass, wenn man das zum ersten Mal hört, deswegen habe ich auch die Quelle, die ich sonst nicht so gerne angebe, nämlich die Wikipedia zitiert. Ja, da, wenn Sie da nachgucken, da steht das knallhart und eben mit Literaturangaben. Also es ist auch nicht eine Erfindung wiederum von Wikipedia, sondern die geben dann auch die entsprechenden Quellen an. Das überrascht mich jetzt sehr. Gut, unterm Strich bleibt Kokosöl und Leinöl und, was haben Sie noch gesagt? Ja, eigentlich die zwei, die ja, unter 20% und Olivenöl, sind. Olivenöl. Okay. Ja, erstaunlich. Wie sieht es mit der Butter aus? Wie sieht es mit der Butter aus? Butter, ja, das ist wieder ja nun ein tierisches Fett, da ist das Problem nicht. Das ist ja eben einer der Punkte, der wiederum für die Butter sprechen möchte. Übrigens, nach dieser allgemeinen ernährungsphysiologischen Untersuchung kann man sagen, sind die Fette der Butter, das ist zwar tierischen Ursprungs, aber es ist ein Fett, es geht um die Eiweiße, nicht die Problematik, ist ja sind ja die Eiweiße, also tierische Eiweiße gegenüber dem pflanzlichen Eiweiß. Mhm. Also das war sozusagen jetzt der Prolog, jetzt haben wir eigentlich schon das halbe Interview hinter uns, aber es ist wirklich wichtig, dass wir die große Linie haben. Also ich wollte jetzt nicht nur irgendwie, man könnte natürlich sagen, ja, essen Sie Mohrrübe, ja, oder wie viel Morgen ist der Dr. Probst, ja, das ist sicher schön und gut, aber wir müssen die große Linie sehen. Also bei allen Überlegungen handelt es sich darum, dass wir eine anti-inflammatorische, also eine anti-entzündliche Diät im Auge, im Hinterkopf behalten sollten. Und anti-inflammatorisch bedeutet Vorsicht vor allen tierischen Eiweißen, Nummer eins. Nummer zwei, und das habe ich ja auch in den Büchern ausdrücklichst eben dargestellt, Vorsicht vor allem Süßen. Alles, was mit Glucose zu tun hat, das benötigt nämlich Insulin. Und wo Insulin auftritt, haben wir automatisch schon wieder dieses Entzündungsproblem mit diesem mTOR und Akt 1, Akt 2. Das ist so ein ganzer Enzymkomplex von mehreren hintereinander geschalteten Enzymen. Und das erzeugt eben Entzündung. Nebenbei bemerkt, das wissen auch, dass eigentlich doch viele Ärzte müssten das eigentlich schon beobachten, gerade bei den Insulinresistenten, also bei den Diabetikern, das Insulin, das erzeugt auch diese Arachidonsäure, diese speziell angeschuldigte proinflammatorische Fettsäure.
Also wir sind ganz schlecht beraten, wenn wir Übergewicht haben. Wir sind ganz schlecht beraten, wenn wir Insulinresistenz haben, weil dann natürlich immer mehr Insulin gefeuert wird, damit überhaupt noch etwas Glucose in die Zelle aufgenommen werden kann. Und das wären eigentlich so die beiden wichtigsten Punkte, die man dazu zu sagen hat. Also fasse ich noch was zusammen, eigentlich für kranke Menschen, die gesundheitliche Probleme haben jetzt, aber auch die gesunden Leute, die einfach präventiv sich informieren wollen, was macht der Dr. Probst? Er versucht so gut wie möglich, die tierischen Produkte zu meiden. So. Genau, richtig. Und was auch, also wenn wir nochmal den Gedanken aufgreifen, also es geht darum, Entzündung zu vermeiden. Und da hat sich ja auch schon, das kennen wir aus der Tierzucht schon seit Jahrzehnten, ist das bekannt, dass man die Tiere nicht Tag und Nacht immer füttern soll. Immer wenn die Hunger haben, kriegen die was zu fressen. Ganz schlecht. Und das hat übrigens, das war ein Arzt in Tübingen, glaube ich, der Dr. Steinkel, vor 100 Jahren hat er das auch schon gesagt. Wir essen einmal am Tag, der hat das nicht genannt, so schön wie heute intermittierend des Fasten. Aber er hat das schon intuitiv erkannt. Wir müssen dem Magen-Darm-Kanal Ruhe geben. Das heißt, wir essen einmal und dann werden mindestens 5 Stunden Pause eingehalten, dass alles schön verputzt ist, dass das verdaut ist, dass der Körper sich ein bisschen erholen kann. Und dann kommt eventuell die nächste Mahlzeit. Und das ist ja heute der Gedanke, der seit über 10 Jahren eigentlich spannenderweise und natürlich sinnvollerweise von sehr vielen Ärzten aufgegriffen wird, dieses sogenannte intermittierende Fasten, nicht? Dass wir sagen, meinetwegen in einem Zeitintervall von 6 Stunden wird Nahrung zu sich genommen und die übrigen 18 Stunden des Tages im Stück gibt es dann ein kalorienfreies, vielleicht nur trinken, eben Mineralwasser, Sprudel oder irgendwas. Also das ist genau derselbe Gedanke. Durch die Tatsache, dass wir zu uns Nahrung nehmen müssen, wir müssen ja Energie produzieren, also müssen wir uns ernähren, da führt kein Weg daran vorbei. Aber dann kommt eine Erholungspause, eine Regenerationsphase, in der der Körper dann eben diese ganzen mikroskopischen Reinigungsvorgänge durchführen kann. Das wäre also die zweite wichtige. Also das eine wäre Vorsicht mit tierischen Eiweißen, das zweite wäre Vorsicht mit allem Süßen, egal ob Honig oder Zucker oder was auch immer. Vorsicht. Das dritte wäre eben, dass wir den ganzen Magen-Darm-Kanal, diesen ganzen Verdauungsprozess nicht Tag und Nacht am Laufen haben, sondern nicht auch wieder voller Bauch studiert nicht gern, dass wir sagen, so jetzt kommt die Zeit, ich habe jetzt das niedere Ich sozusagen ernährt, ich habe jetzt wieder Energie, aber jetzt kommt vielleicht eine höhere Realität in mir zum Ausdruck, zum Beispiel, dass ich einer kreativen Tätigkeit nachgehe, wie jetzt zum Beispiel unser Interview. Und dann haben Sie dann einen vierten Punkt gesagt, die Öle. Da wissen wir jetzt auch, welche Öle eigentlich besser sind als andere. Die Frage jetzt, wie sieht es zum Beispiel bei Weizen aus? Weizen produziert ja sehr viel Kohlenhydrate. Das heißt, es gibt ja wieder Zucker und dann wird Insulin ausgestoßen. Absolut, absolut. Das ist genau das Problem. Und das wissen wir eigentlich auch schon seit 50 Jahren. Und eigentlich, das habe ich auch schon in einem anderen Interview mal erwähnt, das war der Amerikaner Ansel Keys, der hat da eine gefälschte Studie im Jahre 1964 veröffentlicht, wissentlich, vorsätzlich gefälscht. Unglaublich, der Mann ist nach wie vor in hohen Ehren, obwohl er wirklich, das war richtig kriminell. Also der hat das nicht nur so irgendwie so mal auf die Schnelle gemacht, sondern ganz gezielt eine gefälschte Studie, in der er behauptet hat, er war ein Geheimagent der Zuckerindustrie, dass eben die Fette eben Herzinfarkte auslösen können, was nicht stimmt, sondern es sind die Kohlenhydrate. Und seitdem, natürlich die amerikanische Regierung, die ist im selben Jahr, haben die dann die Ernährungspyramide umgedreht. Die war ja bis 1964, war die Grundnahrung, waren die Fette, zum Beispiel auch Butter, auch die Speckschwarte, das waren die Grundnahrungsmittel, was ja auch aus ernährungsphysiologischen Gründen sinnvoll ist. Wenn Sie angucken, die Nährstoffdichte, also die Energiedichte zum Beispiel von Fetten, von Ölen, ist 9,3 Kilokalorien pro Gramm. Im Gegensatz zu den Kohlenhydraten und zu den Eiweißen, die haben nur 4,1, also weniger als die Hälfte, 4,1 Kilokalorien pro Gramm. Also eigentlich ist das logisch gewesen. Und dann haben die das umgestellt, die Amerikaner und natürlich die Vasallenstaaten, Schweiz, Deutschland und England und Frankreich auch. Und seitdem sind natürlich weltweit
gerade im Westen, die das ja gleich übernommen haben, diese Ernährungsphilosophie, die ganzen Krankheiten explodiert, angefangen von den Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also es ist eigentlich ungeheuerlich, welcher Schaden da angerichtet wurde. Aber die Amerikaner haben es jetzt wieder umgestellt. Ja, es ist wieder Fett unten und Kohlenhydrat oben. Also das, sie haben schon wieder geändert, dass ich auch entschuldigt. Aber in Europa hat man noch nichts darüber gehört. Ja. Jetzt meine letzte Frage. Was supplementieren denn Sie persönlich? Ja, das ist eine hochspannende Frage. Und zwar natürlich, deswegen haben wir ja auch die Firma Telomit gegründet. Die Firma Telomit hat, wir brauchen leider Supplemente. Wir leben in einer sterbenden Welt, wir müssen supplementieren. Und das war von Anfang an für uns die Überlegung, welche Nährstoffe sind wirklich essentiell, zum Beispiel Vitamin D3, wie wir heute wissen, was dann in Verbindung mit K2 genommen werden sollte, aus Gerinnungsgründen und solche Sachen. Oder B12 oder dann eben vor allem die laufende Entgiftung über die Alginate. Das ist praktisch wie so eine Art Chelattherapie, die ohne eine Infusion läuft. Die Chelattherapie wird ja normalerweise eine Infusion angelegt, ist sehr teuer, man muss jeden Tag zum Arzt gehen und so weiter. Nein, das kann jeder zu Hause im stillen Kämmerlein machen. Und zwar speziell mit den Braunalgen. Das ist eine Makroalge, die genau, das ist, habe ich auch, wie gesagt, in den Bildern minutiös dargestellt, auch bebildert, natürlich immer abgesichert durch die wissenschaftliche Primärliteratur. Das wäre ein wichtiges Element. Dann natürlich diese Spurenelementeversorgung, zum Beispiel auch mit den Vitalpilzen, also diese aus Wildsammlung stammenden wichtigsten Vitalpilze wie Chaga und Cordyceps und Reishi und Shiitake, Maitake sind die fünf wichtigsten eigentlich. Das wären eigentlich solche Spurenelementeversorgung. Und das Wichtigste, das ist wirklich, dass wir das Körpermilieu verbessern. Das Körpermilieu verbessern bedeutet einmal dieser pH-Wert, von dem wir ja schon öfter gesprochen haben, seit 20 Jahren bekannt, sogar schulmedizinisch inzwischen anerkannt. Und das Zweite ist dann dieses Redoxpotenzial, das heißt die Zahl der Elektronen. Und das kann man dann ausgleichen mit diesem Schwefelgold, was dann einfach das Körpermilieu, die Elektronenverteilung verbessert. Das heißt, das wäre ein Programm. Also Sie merken schon, der Name Telomit ist bereits schon das Programm. Denn sonst, man kann ja, wenn Sie jetzt heute reingucken ins Internet, es gibt ja tausende von verschiedenen Ernährungsstoffen und Nahrungssupplementen. Und diese ganzen Nahrungsmittelergänzungen sind schön und gut. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass da eine rote Linie darstellbar sein sollte. Dann darf ich sagen, das, was wir gemacht haben. Sie selber nehmen D3, wahrscheinlich Omega-3. Ja, Vitamin B12, also diesen B12-Komplex, dann den Vitamin D3-K2-Komplex, dann natürlich eben die Algen. Das wäre das Wichtigste überhaupt, weil wir leben halt, wir werden ja dauernd mit der Luft, mit dem Wasser über die Ernährung, werden wir dauernd vergiftet. Das wäre also eben dieses Ascophyllum nodosum, dann eben die Vitalpilze und über das Schwefelgold, damit dann halt die Elektronenverteilung verbessert wird. Da ist OPC drin sind mehrere Stoffe. Also zwei Sachen, wenn man das Schwefel nimmt, stinkt man dann auch? Das ist eben das Geniale. Ich habe immer wieder Patienten gehabt, gerade die Frauen haben ja meistens Probleme mit dem Schwefel, auch von der Verträglichkeit. Und deswegen haben wir ja dieses Schwefelgold entwickelt, also nicht der elementare gelbe Schwefel, sondern das Schwefelgold. Und das hat eben erstens nicht diese Geruchsentwicklung und zweitens einmal ist es auch besser verträglich, gerade für die Frauen auch, ein ganz wichtiger Punkt. Okay, was ich jetzt noch vielleicht auch mal eine Sendung machen sollte, mehr über Pilze. Die Pilze, das ist ja eigentlich wie Bakterien weltweit so stark vertreten und wir haben eigentlich gar keine Ahnung über Pilze. Ja. Sie haben jetzt die Pilze erwähnt im Zusammenhang mit dem Mineralienhaushalt. Ja, natürlich. Das ist ja das Geniale. Wenn Sie aus Wildsammlung die Pilze nehmen, Sie haben völlig recht, da sollten wir mal wirklich eine Sendung machen. Denn habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, ein E-Book. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die müssen ja ums Überleben kämpfen. Und deswegen saugen die wirklich die letzten vitalen Potenzen aus dem Boden, aus der Erde, aus der Luft, aus dem Wasser. Das ist ja das Geniale. Das sind praktisch lebende Atombomben, Energiebomben, kann man sagen. Und das ist eigentlich der Hintergedanke von diesen Vitalpilzen. Und wie Sie sagen, es gibt ja Hunderte, die sind ja
überhaupt nicht erforscht, hunderte verschiedener Pilze. Und wir haben da verarbeitet die fünf wichtigsten, wie gesagt, Shiitake, Maitake, Cordyceps und Chaga und Reishi. Das sind die fünf bekanntesten, kann man sagen. Und darüber habe ich dann auch in einem Buch berichtet, das elektronisch verfügbar ist. Shiitake habe ich nur mal gelesen, hat es auch die acht essentiellen Aminosäuren sogar drin, oder? Ganz genau, ja, absolut. Da haben Sie alles ein vollständiges Profil, dass Sie wirklich sagen können, ich brauche mich jetzt nicht mehr so zu kümmern. Ich habe einen netten Herrn, einen Glaubensbruder, der hat mir mal gesagt, er schluckt jeden Morgen vier Pillen und dann kann er leben, wie er will. Das ist nicht schon sehr eigenwillig, aber er hat recht, er ist jetzt auch schon in meinem Alter und hat es bis jetzt, sonst lebt er also ganz wild. Aber alleine damit kommt er wunderbar weiter. Super. Herzlichen Dank, lieber Herr Probst. Jetzt wissen wir, wie Ihre Ernährung aussieht und wieso Sie so gut aussehen, wie Sie aussehen und so fit sind auch im Kopf. Also echt bewundernswert, beneidenswert und genau ab solchen Vorbildern sollten wir uns eine Scheibe abschneiden. Herzlichen Dank, lieber Herr Probst. Vielen Dank, Herr Glock. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt haben wir diese Frage auch mal noch beantworten dürfen. Und nun wünsche ich Ihnen auf Ihrem Weg der Gesundheit alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.